so, dass es keinen Sinn macht, sich an irgendwelche Spekulationen zu beteiligen. Es Fakt Stand jetzt ist es so, dass der Manuel, den du ansprichst, der ist noch da. Und da sind wir auch froh darüber. Aber selbstverständlich gibt es immer wieder, das Transferfenster ist bis zum 31. Januar offen und es gibt immer irgendwie Schmerzgrenzen. Oder es ist immer so, dass vielleicht auch der Spieler möchte gehen. Stand jetzt ist das nicht so. Und von dem her gibt es da gar nicht mehr darüber zu berichten, weil wie gesagt, Spekulationen kommentiere ich nicht.